Kennen Sie das auch? Im Zug ist das WC defekt, steht ein Schild dran. Welchen Grund mag das denn haben, dass dieses WC nicht funktioniert? Viele Gründe gibt es. Einer der häufigsten Gründe dabei ist aber, dass das Rohr verstopft ist, dass das WC nicht mehr ablaufen kann. Dafür gibt es diese RWR 500 dB von BioCircle. Um Ihrem Unternehmen Geld zu sparen, gibt es die Möglichkeit, mit der RWR sicher und schnell die WC-Rohre zu reinigen und auch die Behälter dahinter zu desinfizieren. Die Anlage beinhaltet den Reiniger, die Pumpen, die Steuerung und ist mobil für Ihre Anlagen im Werk und außerhalb. Mobilität der Anlage mit dem Reiniger über die Rollen oder mit den Gabelstaplerkufen, mit dem Gabelstapler direkt im Werk zu Ihrem Fahrzeug kann die Anlage verschoben werden und auch transportiert werden. Durch die kontinuierliche, zeitsparende Reinigung hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, andere Aufgaben am Fahrzeug zu übernehmen. Die Reinigungsanlage läuft halbautomatisch und kontinuierlich während des ganzen Reinigungsprozesses durch. Sparen Sie Personalkosten, indem Sie mit der kontinuierlichen Reinigung und der halbautomatischen Anlage den Reinigungsprozess so durchführen, dass der Mitarbeiter auch andere Aufgaben am Fahrzeug übernehmen kann. Das Reinigungssystem mit dem Reiniger und der Anlage hat die Zulassung und technische Bauartprüfung der Deutschen Bahn, wird auch eingesetzt von Fahrzeugherstellern wie Siemens und Bombardier. Der Tank der RWR, Nutzinhalt 500 Liter, mit dem Rücklaufrohr und dem Filtervlies auf der Oberfläche, zusätzlich mit der Beleuchtung und dem Fenster, um die Verschmutzung auf dem Filtervlies erkennen zu können. Unter dem Filtervlies ein Edelstahlsieb, um die Filtermatte zu halten und grobe Verschmutzungen aus dem Reiniger fernzuhalten. Um mit der RWR arbeiten zu können, benötigen wir einen Wasseranschluss, die Zulaufpumpe mit dem Anschluss des Schlauches zum ausgebauten WC. Die Zulaufpumpe fördert nicht nur den Reiniger in das WC-Rohr- und Behältersystem, sondern über die Zulaufpumpe wird auch das Frischwasser zum Spülen und Reinigen hinzugeführt. Das gerade Anschlussstück am Zulaufschlauch wird am WC angeschlossen, meist mit einer Normaschelle. Die 3 Zoll Kammlockkupplung mit dem Kugelhahn wird an der Außenseite des Fahrzeugs an der Fäkalienabsaugstelle angeschlossen. Der Rücklaufschlauch mit der 3 Zoll Kammlockkupplung am Fahrzeug geht zur Vogelsangpumpe und von dort geht der Reiniger mit den Fäkalien zurück in die RWR. Die Vogelsangpumpe ist notwendig, um das Rödiger-Ventil am Fahrzeug zu öffnen, um die Fäkalien und Reiniger wieder zurückzuführen. Über das Stellradgetriebe der Vogelsangpumpe wird die Drehzahl eingestellt, um den gleichmäßigen Rücklauf des Reinigers aus jedem Fahrzeug zu haben. Das Steuerpult. Einfach zu bedienen, Hauptschalter ein, Rechtsdrehfeld beobachten, mit dem Schlüsselschalter die Anlage starten. Mit dem Schlüsselschalter wird die Steuerung der Anlage eingeschaltet. Das Licht im Behälter kann ich hier einschalten. Dann verfährt man von dieser Seite über die Heizung, Zulaufpumpe, Ablaufpumpe oder auch die Entleerung der Pumpe zum Notausschalter. Diese Möglichkeiten sind in der Steuerung gegeben. Der andere Bereich ist die Kontrolle. Niveau minimal im Behälter, Niveau maximal im Behälter, ein Trockenlaufschutz der Zulaufpumpe oder ein Trockenlaufschutz der Ablaufpumpe. Alle Störungen, die hier sind, können behoben werden, indem man an der Anlage die Fehler behebt und die Quittierung des Trockenlaufes macht. Die Spülung des Systems mit Wasser zum Abschluss des Reinigungsprozesses ist dafür da, um die Schläuche vom Reiniger freizuspülen und beim Abklemmen am WC den Mitarbeiter nicht durch heißen Reiniger zu gefährden, sondern durch kaltes, klares Wasser. Mitarbeiterschutz und der Mitarbeiter stehen bei uns an erster Stelle.